Also, es war eine schöne. So, jetzt pocht mir das Herz gerade noch ein bisschen. So, das Lager ist voll. Da wird es heute laut. Mal schauen. Ja, grüß euch und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute fängt das Video mal ein bisschen anders an und die Tour ist auch ein bisschen anders. Denn die Sandra, frühstückt noch gerade, hat für Bekannte eine Tour organisiert. Und zwar sind wir in Elbingalb im Lechtal und wir steigen heute zur Hermann von Barth Hütte auf und übernachten dort. Und morgen besteigen wir dann ja, den höchsten Allgäuer, den großen Grottenkopf. Und wie die Tour wird, sehen wir dann. Seid gespannt. Und dann wünsche ich jetzt schon mal viel Spaß beim Zusehen und bis gleich. Spitze. Dann hat sie unseren Studenten mal gemeldet. Wir haben jetzt doch was.
Ja, das war jetzt also die rote Wand oder Rotwand, eins von beiden. Das war dann quasi der einzige Gipfel für heute. Und jetzt geht es über den Enzensberger Weg. Ich weiß nicht, vielleicht kann man es hier so ein bisschen im Hintergrund erkennen. Ich zeig's mal. Geht es jetzt hier entlang. Bis da hinten sieht man den Materialseilbahn von der Hermann von Barth-Hütte. Und das ist dann quasi heute unser Nachtlager. Und dann würde ich sagen, viel Spaß war dann bei der Tour. Schauen wir mal, wie der Enzensberger Weg ist. Und dann weiterhin viel Spaß beim Zusehen und bis gleich. So, und jetzt geht dann der Enzensberger Weg los und dann auf zur Hermann von Barth-Hütte. So, jetzt pocht mir das Herz gerade noch ein bisschen. Wir sind gerade auf dem Weg, noch Enzensberger Weg, zur Hermann von Barth-Hütte. Und wurde gerade komplett eingedeckt mit schnell fliegenden, faustgroßen Steinen. Jetzt schauen wir, dass wir schnell von dem Hang wegkommen, der so ein bisschen bröselig ist. Boah, das war jetzt gerade nicht spaßig.
wir kamen ja vom Enzensberger Weg, waren gerade kurz nach dem Schneefeld und ungefähr hier in dieser Vertiefung, da hat es sich auf einmal angehört, dass auf dem Flugzeug landen wird. Das ist also ein typisches Anzeichen für Stein. Und dann sind die Steine auch schon gefallen. Der hilft also nur ducken, klein machen, ganz wichtig, ganz laut Stein schreien, dass es jeder hört. Und dann einfach hoffen, dass man nicht getroffen wird. So, und da ist das Tagesziel für heute. Die Hermann von Barthütte. Eine sehr schöne kleine Hütte, mit einem sehr angenehmen Hüttenwirt. Lohnt sich immer dahin zu gehen. Mal schauen. So, wie ihr gesehen habt, das Lager ist voll. Ich hoffe, das wird nicht zu laut heute Nacht. Mal schauen. Ja, das war jetzt also der Aufstieg zu Hermann von Barthütte über den Enzensberger Weg. Eine schöne Tour, zieht sich ein bisschen, war hier und da etwas spannend mit dem Steinschlag. Aber jetzt machen wir uns einen gemütlichen Hüttenabend, gehen dann, ja, normalzeitig ins Bett, damit wir morgen um 7 Frühstück machen können und dann auch zeitnah zum großen Grottenkopf aufsteigen können. Aber das seht ihr dann morgen, beziehungsweise dann in einer Woche, denn das ist ja ein Zweiteiler. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen für diesen Tag und ja, vielleicht sieht man sich mal am Berg. Also macht es gut. Servus. Nochmal, hier geht's dann.